finsters Licht, bis mir das Herz bricht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, es ist gut, dass wir uns daran erinnern, dass wir Gott lieben wollen und sollen. Er ist unsere Stärke, er ist unser Alles. Ein ganzes Leben lang haben wir zu tun, dass wir das begreifen und dass wir ihm näher kommen, eben in dieser Liebe. Der Heilige, den wir heute feiern, es ist der heilige Hieronymus, ist ihm nahe gekommen. Unter langen Kämpfen, die er mit sich selbst ausfechten musste, hat er die Heiligkeit erlangt und viel Gutes für die Kirche und das heißt ja für Christus getan. Bitten wir ihn heute besonders an seinem Tag um seine Fürsprache beim Herrn, dass auch wir, wie er, immer tiefer verstehen, was Gott uns schenkt, insbesondere auch in der Bibel, im Wort Gottes. Herr Jesus Christus, du bist das Wort des Vaters. Herr, erbarme dich unser. Du hast das Menschsein angenommen, um mit uns auf Du und Du zu sprechen. Christus, erbarme dich unser. Du hilfst uns durch viele Menschen und besonders auch durch jene, die schon in der Herrlichkeit des Vaters sind, damit wir mehr und mehr wachsen in der Liebe. Herr, erbarme dich unser. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast den heiligen Hieronymus mit leidenschaftlicher Liebe zur heiligen Schrift erfüllt. Öffne auch unser Herz für dein Wort, damit wir darin die Quelle des Lebens finden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Mein Sohn, bleibe bei dem, was du gelernt und wovon du dich überzeugt hast. Du weißt, von wem du es gelernt hast, denn du kennst von Kindheit an die heiligen Schriften, und die dir Weisheit verleihen können, damit du durch den Glauben an Christus Jesus gerettet wirst. Jede von Gott eingegebene Schrift ist auch nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. So wird der Mensch Gottes zu jedem guten Werk bereit und gerüstet sein. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ich will dich lieben, o mein Leben, als meinen allerbesten Freund. Ich will dich lieben und erheben, solange mich dein Glanz bescheint. Ich will dich lieben, Gottes Lamm, das
dass ich nicht ehe mein dich nannte. Du wirkst es gut, du wahre. Es ist mir leid, ich bin betrübt, dass ich so spät geliebt. Halleluja, 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 Halleluja. Herr, öffne uns das Herz, dass wir auf die Worte deines Sohnes hören. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Netz, das man ins Meer warf, um Fische aller Art zu fangen. Als es voll war, zogen es die Fische ans Ufer. Sie setzten sich, lasen die Guten aus und legten sie in Körbe, die Schlechten aber warfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen von den Gerechten trennen und in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten: Ja. Da sagte er zu ihnen: Jeder Schriftgelehrte also, der ein Jünger des Himmelreiches geworden ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Vorrat Neues und Altes hervorholt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt ein Sprichwort, das heißt, kein Heiliger fällt vom Himmel. Und das bewahrheitet sich immer wieder, insbesondere auch bei dem heutigen Heiligen, dem Hieronymus. Er war ein intelligenter Junge, sehr selbstbewusst, grobschlachtig, würden wir heute sagen, aber wissbegierig. Und er kam durch seine Wissbegierde auch zum katholischen Glauben. Hat erst um die 20 herum dann sich taufen lassen, hat ein besonderes Interesse an den Sprachen gehabt. Latein hat es ihm besonders angetan. Und er verehrte diese Schriftsteller des alten Rom. Er las diese Schriftsteller, besonders den Cicero. In einer Vision, die er hatte, vermutlich in einer doch schwereren Krankheit, fragte ihn eine Stimme: Was bist du denn? Und er antwortete: Ich bin ein Christ. Und die Stimme sagte zu ihm: Nein, das stimmt nicht, du bist kein Christ, sondern ein Ciceroaner. Das hat ihn sehr bewegt und immer mehr wurde er zu einem Christen. Er ließ unter vielen Kämpfen, die er mit sich selber ausfechten musste, ließ er sich doch mehr und mehr in die Zurückgezogenheit und ließ das Leben, das er vorher
hatte dieses überschwängliche und leidenschaftliche Leben immer mehr zurück. Schlussendlich befand er sich in Bethlehem, und zwar in einer Höhle, ganz nahe an der Geburtsgrotte des Heilands. Dort war er dann viele Jahre und beschäftigte sich mit der Heiligen Schrift. Auf ihn geht die Übersetzung der Heiligen Schrift, und zwar des Alten Testamentes, aus dem Hebräischen ins Griechischen, geht zurück auf ihn. Da er sehr sprachentalentiert war, hat er das leicht bewältigen können, und wir alle können noch durch ihn diese Schriften auch besser lesen. Natürlich aus dem Lateinischen ist es dann auch noch leichter ins Deutsch zu übersetzen und in andere Sprachen als vom Hebräischen her. So haben wir viel ihm zu verdanken, und die Kirche tut es. Sie ehrt ihn als einen der großen Gelehrten, als der großen Kirchenlehrer, die vier großen Kirchenlehrer, dazu gehört er. Und in vielen Kanzeln, in den katholischen Kirchen, da ist auf der Brüstung meist Christus dargestellt, in der Mitte von vier Personen. Entweder sind es dann die vier Evangelisten, die da dargestellt werden, oder eben die vier abendländischen Heiligen, unter denen auch der Hieronymus dazugehört. Liebe zur Heiligen Schrift. Es ist das Wort Gottes. Und Jesus selbst ist das Wort des Vaters. Wir haben zwei Tische bei jeder heiligen Messe. Den Tisch des Wortes und den Tisch des Brotes. Hier ist der Tisch des Wortes und da ist der Tisch des Brotes. Von beiden Tischen dürfen wir nehmen, vom Wort des Herrn und vom sakramentalen Brot des Herrn. Überall ist er selber da, im Wort, er ist ja selbst das Wort des Vaters. Und in der Eucharistie, in der er gegenwärtig ist als der leidende und auferstandene Herr. Hören wir, was er uns sagt, immer wieder durch das Wort Gottes hier und was er uns an Gnaden schenkt durch die Eucharistie, die wir empfangen dürfen. Amen. Aus einer Welt voll des Irrtums rufen wir zu Christus, dem Wort der Wahrheit. Wir beten für alle, die du in deinen besonderen Dienst genommen hast, dass sie deiner Erwählung treu bleiben und Freude haben in dir. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle Theologen und Wissenschaftler, die die Bibel erforschen, dass sie uns helfen, den Sinn der Schrift zu erfassen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die Macht und Einfluss haben, dass sie den Menschen dienen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Menschen im Heiligen Land und im Vorderen Orient,
dass sie zu Frieden und Verständigung finden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für uns selbst und unsere Gemeinde, dass wir durch unser Leben zu einer Bibel werden, die von den Menschen gelesen wird. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Das Anliegen der Heiligen Messe. Geschwister Fübig für verstorbene Taufpaten Leopold und Rosina Brüntner, Lengauer Margarete für verstorbenen Gartenvater und Geschwister. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Ewiger Gott, dein Wort kehrt nicht leer zu dir zurück, sondern bewirkt, was es will. Wir preisen deine Macht und Güte durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich lief verirrt und war verblendet. Ich suchte dich und fand dich nicht. Ich hatte mich von dir gewendet und liebte das geschaffene Licht. Nun aber ist's durch dich geschehen, dass ich dich hab ersehen. Ich danke dir, du wahre Sonne. Nun, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, unser Gott, lass uns dem Beispiel des heiligen Hieronymus folgen und dein Wort immer neu bedenken, damit wir mit umso größerer Bereitschaft an deinen Altar treten, um das heilbringende Opfer zu feiern. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Die Schar der Heiligen verkündet deine Größe, denn in der Krönung ihrer Verdienste krönst du das Werk deiner Gnade. Du schenkst uns in ihrem Leben ein Vorbild. Auf ihre Fürsprache gewährst du uns Hilfe und gibst uns in ihrer Gemeinschaft das verheißene Erbe. Ihr Zeugnis verleiht uns die Kraft, im Kampf gegen das Böse zu siegen und mit ihnen die Krone der Herrlichkeit zu empfangen durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit.
Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. O Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. O Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Lasst uns beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst den Weg der Sünde der Welt, erbarme unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg der Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
sechste und siebte Strophe. Erhalte mich auf deinen Stegen und lass mich nicht mehr irre gehen. Lass meinen Fuß auf deinen Wegen nicht straucheln oder stille stehen. Erleucht mir Leib und Seele ganz, du starker Himmelsglanz. Ich will dich lieben, meine Krone. Ich will dich lieben, meinen Gott. Ich will dich lieben, Sonderlohne, auch in der allergrößten Not. Ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Herz bricht. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, am Gedenktag des heiligen Hieronymus haben wir deine Gaben empfangen. Lass uns in ihrer Kraft willig auf dein Wort hören und es verstehen, es in die Tat umsetzen und so zu dir gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Noch ein Wort des Propheten Jeremias. Kamen Worte von dir, Herr, so verschlang ich sie. Dein Wort war mir Glück und Herzensfreude, denn dein Name ist über mir ausgerufen, du Herr, Gott der Heere. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Möge der Abend gesegnet sein und auch die Nachtruhe, dass wir alle morgen wieder im Segen Gottes den Tag beginnen können. Geht hin in Frieden. Amen.